Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mal bei mir in Franken vorbeischaut. Wir wollen heute mal eine wärmende Chilisalbe herstellen. Chili wirkt durchblutungsfördernd, antibakteriell und entzündungshemmend. Wenn ihr Chili verarbeitet, rate ich euch, zieht ein paar Handschuhe an, weil die brennen nämlich wirklich richtig heftig an den Händen. Des Weiteren brauchen wir noch Olivenöl. Dieses hemmt Entzündungen und hilft bei trockener Haut. Jetzt noch Lanolin oder Wollwachs. Es unterstützt den Aufbau unserer Hautfette, verbessert die Elastizität und pflegt trockene und rissige Haut. Dazu kommt jetzt auch noch etwas Zimt, der auch entzündungshemmende Eigenschaften hat. Für den Duft unserer Salbe verwende ich heute ein Thymianöl, was antibakteriell wirkt und die Haut pflegt. Ihr könntet aber auch ein Rosmarinöl verwenden. Als Stabilisator in unserer Creme verwenden wir heute Bienenwachs. Bienenwachs wirkt antibakteriell, unterstützt Wundheilung, schützt die Haut vor Trockenheit und speichert Feuchtigkeit. Am besten ihr nehmt diese kleinen Pastillen. Einfüllen tun wir unsere Creme in so kleine Cremetiegelchen. Ihr bekommt ca. 4 Stück davon. Ihr könntet aber auch diese kleinen Schraubgläschen verwenden. Und jetzt geht's natürlich los. Ich habe mir 1 Liter kochendes Wasser hier in meinen Topf gegeben und darauf stelle ich mir einen Schmelztiegel. Als erstes kommt das Olivenöl rein und davon brauchen wir 60 Gramm. Nun füge ich noch 40 Gramm vom Lanolin dazu. Jetzt kommen unsere 15 Gramm getrocknete Chilis mit rein sowie ein 1/2 Teelöffel Zimt. Das Ganze wird jetzt schön miteinander verrührt, bis sich alle unsere Zutaten auch miteinander verbunden haben. Also das heißt jetzt mal so ein bisschen wirklich kräftig durchrühren. Wenn ihr die feinen Krümelchen vom Chili und vom Zimt nicht in eurer Salbe haben wollt, könntet ihr den Ansatz jetzt durch eine Feinstrumpfhose filtern. Allerdings muss der Ansatz dann danach, bevor das Bienenwachs reinkommt, für 24 Stunden durchziehen. Wir filtern unsere Creme nicht durch, weil uns stören die kleinen feinen Krümelchen nicht. Ist ein bisschen Peeling-Effekt auf der Haut. Nun kommt noch unser Bienenwachs dazu. Davon benötigen wir 20 Gramm. Am besten ihr verwendet das Bienenwachs in so kleiner Pastillenform. Dann löst sich's nämlich relativ schnell auf. Damit sich das Bienenwachs jetzt noch schön auflöst und sich alle anderen Stoffe schön miteinander verbinden, heißt es jetzt für uns rühren, rühren, rühren. Und wenn ihr alles wunderbar verrührt habt, kommen jetzt noch 15 bis 20 Tropfen von unserem Aromaöl dazu. Damit unsere Salbe schön cremig wird, gebe ich das Wasser jetzt aus meinem Topf raus und ersetze es durch Eiswürfel. Dann stelle ich wieder meinen Schmelztiegel oben drauf und schlage das Ganze so ein bisschen kalt ab, bis eine schöne cremartige Salbe entstanden ist. Jetzt wird unsere Chilisalbe noch in die vorbereiteten Tiegelchen abgefüllt und was ganz wichtig ist, sie ist unbegrenzt haltbar. Und heute mal zum Schluss die Wirkung unserer wärmenden Chilisalbe. Sie löst Verspannungen und Muskelkrämpfe, wirkt bei Sehnenscheidenentzündung, bei Muskelprellungen und Zerrungen und regt natürlich die Durchblutung an. Und jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen und viele liebe Grüße aus Franken. Tschüss!